In den letzten 3 Jahren hat die US-Regierung mehr als 5 Billionen Dollar für Konjunkturprogramme zusätzlich zu den regulären Haushaltsausgaben ausgegeben. Im Nachhinein räumen die meisten Ökonomen ein, dass dies übertrieben war und wahrscheinlich nicht optimal umgesetzt wurde. Und wir werden da unseren Senf nicht dazugeben. Die Welt braucht keine weitere Meinungen zu Staatsausgaben. Aber das Argument, dass die Regierung nicht genug Geld hat, um ein universelles Grundeinkommen zu finanzieren, wurde dadurch zumindest entkräftet. Diese 5 Billionen Dollar hätten gereicht, um jedem Amerikaner im erwerbsfähigen Alter in den 2 Jahren, in denen Covid ernsthafte Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte, 1.000 Dollar pro Monat zu geben. Was natürlich die Frage aufwirft, ob es nicht besser gewesen wäre, das Geld so auszugeben. Die Idee, wahllos Geld an alle zu verteilen, ist gar nicht so verrückt, wie man meinen könnte. Und die Argumente für ein universelles Grundeinkommen sind wieder auf dem Vormarsch. Diese Vorschläge bieten viele offensichtliche Vorteile, die über die bloße Tatsache hinausgehen, dass es schön ist, kostenloses Geld zu bekommen. Einige Befürworter eines BGE argumentieren, dass es von der Reduzierung der Staatsausgaben bis hin zur Revolutionierung der modernen Volkswirtschaften alles bewirken wird. In diesem Video gehen wir auf all das ein und betrachten auch viele der Probleme, die ein solches System mit sich bringt. Probleme, die über die offensichtliche Frage hinausgehen, wer für all dieses kostenlose Geld bezahlen wird. Um eine ehrliche Diskussion über die Realisierbarkeit eines universellen Grundeinkommens zu führen, müssen wir also wie immer einige Fragen beantworten. Wie wollen die Befürworter dieses Systems erreichen, dass die Regierungen dafür bezahlen, allen ihren Bürgern Geld zu geben? Welche Vorteile hat ein universelles Grundeinkommen gegenüber den traditionellen Sozialsystemen? Und natürlich, welche Probleme sollten wir berücksichtigen, bevor diese Systeme in unseren eigenen Volkswirtschaften eingeführt werden? Ein universelles Grundeinkommen ist ein finanzielles Unterstützungssystem, das mit sehr wenigen Ausnahmen allen Menschen in einer Volkswirtschaft Geld gibt. Normalerweise beinhalten BGE-Vorschläge keine Zahlungen für Menschen unter 18 Jahren oder für Menschen, die nicht Bürger des Landes sind, das die Zahlungen leistet. Abgesehen davon bekommt jeder den gleichen Betrag. Es ist universell. Ist man ein Student, der Vollzeit studiert, bekommt man das BGE. Ist man Berufstätiger, bekommt man das BGE. Ist man ein Multimillionär, bekommt man das BGE. Wie hoch diese universelle Zahlung sein soll, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Verschiedene Vorschläge in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten haben unterschiedliche Beträge gefordert. Aber wenn ihr euch mit diesem Thema befasst, werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass der bekannteste Vorschlag bei uns die von Mein Grundeinkommen verlosten 1.000 Euro im Monat sind. Nehmen wir dies erstmal als Beispiel. Aber bedenkt dabei, dass einige politische Entscheidungsträger mehr oder weniger großzügige Versionen dieser Regelung gefordert haben. Der Millionär wird die Zahlung wahrscheinlich gar nicht bemerken. Der Berufstätige wird damit sein bestehendes Einkommen aufbessern. Und für den Studenten macht es vielleicht den Unterschied zwischen einem Vollzeitstudium mit einem Teilzeitjob und einem Teilzeitstudium mit einem Vollzeitjob. Dieser natürliche Grenznutzen macht einen Teil des Charmes des BGE-Modells aus. Und er ist auch ein Teil der Art und Weise, wie es seine erheblichen Kosten rechtfertigt. Insgesamt gibt Deutschland normalerweise etwa 250 Milliarden pro Jahr für das aus, was im Haushalt als soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik bezeichnet wird. Wir verwenden hier Zahlen aus 2022. Dies schließt auch die gesetzlichen Krankenkassen weitgehend aus, da keiner der Hauptbefürworter eines BGE vorschlägt, dass es diese ersetzen soll. Von dieser 250 Milliarden Euro entfiel ein nicht unerheblicher Teil auf die Verwaltung dieser Sozialdienste, also auf Sachbearbeiter, Rechnungsprüfer, Kontaktpersonal, die Manager und alle anderen allgemeinen Aufgaben, die für den Betrieb so großer Einrichtungen anfallen. Wenn dies alles durch eine einfache automatische Überweisung an alle ersetzt würde, könnte der größte Teil dieses Aufwands entfallen, was die Kosten erheblich senken würde. Nun gibt es einige große Probleme mit diesem Argument. Das erste ist einfach eine arithmetische Frage. Ja, die deutsche Bundesregierung gibt derzeit etwa 250 Milliarden Euro pro Jahr für die Sozialleistungen aus. Und wenn sie stattdessen ein universelles Grundeinkommen einführen würde, könnte sie sich dafür entscheiden, all diese Programme abzuschaffen, aber allen anspruchsberechtigten Deutschen 1.000 Euro pro Monat zu geben. Allerdings würde das mindestens 830 Milliarden Euro im Jahr kosten. Dadurch wird auch das Argument der Senkung der Verwaltungskosten ein wenig hohl. Selbst wenn die Verwaltungskosten wirklich am äußersten Ende einiger Schätzungen lägen und vollständig eliminiert werden könnten, würde man 10 Milliarden Euro einsparen, nur um dann hunderte Milliarden Euro zusätzlich auszugeben, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Ein weiteres Problem betrifft die Allgemeingültigkeit eines universellen Grundeinkommens, denn 1.000 Euro pro Monat liegen bereits unter der Armutsgrenze für einen Ein-Personen-Haushalt ohne zusätzliches Einkommen. Wenn ein Empfänger eine Behinderung hat, unterhaltsberechtigte Kinder oder einfach in einem Gebiet mit höheren Lebenshaltungskosten lebt, wird diese Zahlung extrem unzureichend. Es gibt sicherlich Probleme mit den Sozialsystemen in praktisch allen Ländern der Welt, die diese haben, wobei die Verwaltungskosten nur die Spitze des problematischen Eisbergs sind.
Aber es gibt einen Grund dafür, dass die Länder so viel dafür ausgeben, um sicherzustellen, dass die Empfänger einen angemessenen Geldbetrag erhalten. Und zwar, um sicherzustellen, dass die Empfänger einen angemessenen Geldbetrag erhalten. Man will nicht, dass Sozialhilfeempfänger verhungern. Und man will auch nicht, dass Menschen ein System ausnutzen, um mehr Geld zu bekommen, als sie wirklich brauchen, ohne ihren gerechten Anteil zur Wirtschaft beizutragen. Doch abgesehen von den moralischen Argumenten zeigt all dies, dass es keinen wirklichen Plan für ein universelles Grundeinkommen gibt, der es nicht beinhaltet, mehr Steuern zu erheben. Die meisten Befürworter eines BGE räumen ein, dass es durch höhere Steuern auf breiter Front finanziert werden muss, insbesondere bei höheren Einkommensbeziehern und Unternehmen. Je nach progressiven Steuerklassen wird dies in der Regel so vorgeschlagen, dass Haushalte mit mittlerem Einkommen nicht mehr verdienen, als sie es ohne das BGE tun würden. Sie bekommen vielleicht 12.000 Euro pro Jahr zusätzlich, aber sie werden wegen der erforderlichen Erhöhung der Einkommenssteuersätze 12.000 Euro pro Jahr zusätzlich an Steuern zahlen. Natürlich wird bei Haushalten mit niedrigem Einkommen, die zum Beispiel durch die traditionellen Sozialsysteme subventioniert werden, nur ein sehr geringer Teil der zusätzlichen 12.000 Euro besteuert, was bedeutet, dass sie ihr Haushaltsbudget effektiv subventionieren. Die Diskussion über die Besteuerung der Finanzierung eines BGE ist sicherlich nuanciert. Einige Befürworter sagen einfach, dass es mit Steuern finanziert werden sollte, die ausschließlich von den extrem Reichen erhoben werden. Zu den bemerkenswertesten Vorschlägen gehören Dinge wie ein Spitzengrenzsteuersatz von 70% für Personen, die mehr als 10 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Oder natürlich eine Vermögenssteuer, die einen Teil des Nettovermögens einer Person über eine bestimmte Summe, normalerweise im zweistelligen Millionenbereich, einbehält. Ein anderer, wahrscheinlich vernünftigerer Vorschlag besteht darin, die Anreize für langfristige Kapitalerträge abzuschaffen und diese Erträge auf die gleiche Weise zu besteuern wie jedes andere Einkommen. Wenn man hört, dass ein Milliardär sein Unternehmen für eine verrückte Summe verkauft, zahlt er auf dieses Einkommen nur 25% Steuern. Würden diese Steuervorschriften geändert, müsste er auf die meisten dieser Gewinne 42% zahlen oder, wenn sogar ein Steuersatz von 70% für Einkommen über 10 Millionen Dollar pro Jahr verabschiedet würde, würde er auch das zahlen müssen. Das klassische Gegenargument dazu ist, dass eine erdrückende Besteuerung den Unternehmergeist erstickt und von Investitionen abhält. Warum sollte jemand das Risiko eingehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder eine riskante Investition zu tätigen, wenn er im besten Fall einen Großteil seines Einkommens an den Staat abgibt oder seine Investitionsgewinne durch eine Vermögenssteuer langsam wegbesteuert werden? Oberflächlich betrachtet hört sich das vernünftig an. Aber in Wirklichkeit ist dieses Argument genauso hohl wie die Behauptung, dass ein BGE sich durch die Abschaffung der teuren Wohlfahrtskosten rechtfertigen würde. Die Menschen werden das Risiko eingehen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und riskante Investitionen zu tätigen, denn die potenziellen Erträge sind immer noch da, egal wie sie besteuert werden. Niemand wird darauf verzichten, ein 100 Millionen Dollar Unternehmen zu gründen, nur weil er 42 oder 70 Millionen Dollar Steuern zahlen muss, statt 25 Millionen. Denn in jedem Szenario hat er auf Lebenszeit ausgesorgt. Die einzige Möglichkeit, das Gewinnstreben völlig zu unterbinden, ist ein Steuersatz von 100%, was offensichtlich niemand ernsthaft vorschlägt. Ein Argument, das vielleicht etwas gerechter ist, ist, dass reiche Leute, die die Mittel haben, das Land zu verlassen, sich einfach dafür entscheiden könnten, das Land zu verlassen, wenn die Steuern zu hoch werden. Für amerikanische Staatsbürger ist dies schwieriger, weil ihre Steuern ihnen überall hin folgen, es sei denn, sie geben ihre Staatsbürgerschaft auf. Aber für jedes andere Land ist dies etwas, das wirklich in Betracht gezogen werden sollte. Ein völlig anekdotisches Beispiel. Unser Gründer verdient nicht annähernd 10 Millionen pro Jahr, aber der englische YouTube-Kanal ist ziemlich erfolgreich und bringt gutes Geld ein, was bedeutet, dass er in seiner Heimat Australien etwa 45% Steuern auf sein Einkommen zahlt. Das tut weh, vor allem, da er und auch wir unsere Arbeit überall auf der Welt erledigen könnten, wo es Internet und Strom gibt. Und dass die meisten dieser Orte viel niedrigere Steuern und Lebenshaltungskosten haben. Im Moment findet er sich einfach damit ab, aber wenn er 70% Einkommenssteuer zu zahlen hätte, dann würde er sich sehr wahrscheinlich nach einem billigeren Land umsehen, zumal er immer noch australischer Staatsbürger bleiben könnte. Das bedeutet, dass Australien diese Steuereinnahmen vollständig verlieren würde und auf dieser individuellen Ebene wären sie sogar noch weiter im Rückstand bei der Finanzierung ihres neuen teuren BGE. Natürlich kümmert sich die australische Regierung nicht um irgendjemanden als Individuum. Aber wenn genügend Menschen diesen Weg wählen, und das tun bereits einige, könnte dies trotz des höheren Steuersatzes zu geringeren Nettosteuereinnahmen führen. Die sogenannte Kapitalflucht ist normalerweise ein übertriebenes Thema. Aber in den letzten 3 Jahren ist das Arbeiten aus der Ferne zu einer großen Sache geworden und viele Menschen sind nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden. Könnten die Regierungen auf der ganzen Welt extrem reiche Menschen besser besteuern? Auf jeden Fall sollten sie zumindest denselben Steuersatz zahlen wie die Arbeiterklasse. Aber die Regierungen müssen auch erkennen, dass Menschen mit viel Geld viele Möglichkeiten haben und der Versuch, zu viel von ihnen zu verlangen, nach hinten losgehen kann.
Leider würde ein BGE eine so erhebliche Ausgabe darstellen, dass die einzige Möglichkeit, es nachhaltig zu finanzieren, Steuererhöhungen in der einen oder anderen Form wären, die für viele sehr wohlhabende Menschen, die bereits eine Menge an Steuern zahlen, wahrscheinlich in die Kategorie zu viel fallen würden. Es wäre gelinde gesagt schwierig, genügend Geld aufzubringen, um diese Programme nachhaltig zu finanzieren. Und kurzfristig würde es wahrscheinlich bedeuten, dass die Regierungen mehr Schulden aufnehmen müssten, um die Finanzierungslücke zu überbrücken. Das ist an und für sich nicht unbedingt ein Problem, vor allem nicht in Deutschland, da es ein sehr starkes Exportland ist. Aber wäre es das wert? Was würde ein BGE für die Wirtschaft bedeuten? Es würde sicherlich die Nachfrage der Verbraucher erhöhen. Denn wenn jeder jeden Monat 1.000 Euro mehr in der Tasche hätte, wären das 1.000 Euro mehr, die er bei Unternehmen ausgeben könnte, die diese 1.000 Euro an ihre Lieferanten, Investoren oder Mitarbeiter weitergeben könnten. Das ist im Prinzip der Grundgedanke aller wirtschaftlichen Anreize. Mehr Geld in der Wirtschaft bedeutet mehr Konsum, mehr Investitionen und mehr Beschäftigung, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. Aber es bedeutet auch mehr Inflation, was sicher viele von euch die ganze Zeit gedacht haben, während ihr dieses Video geschaut habt. Die Inflation ist ehrlich gesagt das größte Problem bei einem BGE. Größer noch als das Problem, wie das verdammte Ding finanziert werden soll. Ein Gegenargument zu diesem Inflationsproblem ist, dass die Regierung keine expansive Fiskalpolitik betreibt, wenn die Steuererhöhungen die BGE-Ausgaben vollständig ausgleichen, sondern nur mehr Geld einnimmt und mehr Geld ausgibt. Wenn dieses Argument zuträfe, würde das auch bedeuten, dass die zuvor untersuchten Anreize zunichte gemacht würden, weil im Durchschnitt nicht jeder jeden Monat 1.000 Euro mehr in der Tasche hätte, sondern nicht mehr als vorher. So funktioniert das allerdings nicht ganz. Ein BGE hätte einen stimulierenden Effekt auf die Wirtschaft, weil die Regierung im Durchschnitt zwar nicht mehr Geld ausgibt, aber mehr an Haushalte mit niedrigerem Einkommen gibt, während sie Steuergelder von wohlhabenderen Haushalten nimmt. Wenn jemand, der 5 Millionen Euro im Jahr verdient, eine zusätzliche Million Euro an Steuern zahlt, würde sich sein Lebensstil wahrscheinlich nicht radikal ändern. Er würde immer noch in einem schönen Haus wohnen, jedes Auto fahren, das er möchte, reisen, wann immer er Zeit hat und essen gehen, ohne zweimal darüber nachzudenken. Auch wenn diese Person 12.000 Euro mehr im Jahr bekäme, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich ihre Kaufentscheidungen überhaupt ändern würden. Aber für Geringverdiener würden diese Anpassungen einen großen Unterschied machen. Die meisten Menschen, selbst mit gutem Einkommen, sparen im Grunde nichts. Was bedeutet, dass alles, was sie verdienen, in Steuern oder Ausgaben fließt. Und dies gilt insbesondere für Menschen mit niedrigem Einkommen. Da ein BGE so strukturiert wäre, dass es das Nettoeinkommen von Menschen mit geringem Einkommen erhöht, würde dies bedeuten, dass die Ausgaben dieser Haushalte steigen würden. Wahrscheinlich um einen Betrag von fast 12.000 Euro. Das Gesamtergebnis wäre also ein minimaler Rückgang der Ausgaben der einkommensstarken Haushalte bei gleichzeitigem massivem Anstieg der Ausgaben der einkommensschwachen Haushalte, was einen starken Aufwärtsdruck auf die Verbraucherpreise ausüben würde. Ich weiß, ein BGE klingt wie eine dieser Ideen, die so verrückt sind, dass sie einfach funktionieren könnten. Aber das ist sie wahrscheinlich nicht. Ein BGE wird oft als Lösung für die Probleme der Automatisierung vorgeschlagen. Was werden wir in einer Zukunft tun, in der Maschinen die Arbeit von Menschen besser erledigen, als die Menschen es je könnten? Wir glauben, was ein BGE wirklich gut kann, ist ein Gedankenexperiment oder eine Fallstudie zu sein, um viele der großen Probleme anzugehen, mit denen wir in modernen, fortgeschrittenen Volkswirtschaften konfrontiert sind. Vermögensungleichheit, Sozialsysteme, globale Kapitalmobilität und was wir tun werden, wenn Roboter all unsere Jobs übernehmen. Wir werden Antworten auf diese Fragen brauchen. Auf der einen Seite gibt es den Laissez-faire-Ansatz, lass die Leute verhungern. Und auf der anderen Seite den Ansatz, was wäre, wenn wir einfach jedem Geld schenken würden. Natürlich liegt die wirkliche Lösung für diese Probleme irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie so etwas ablaufen könnte. Wir glauben nicht, dass viele Leute wirklich daran glauben, dass Deutschland eines der vorgeschlagenen BGE-Systeme in nächster Zeit einführen würde. Aber allein die Tatsache, dass diese Ideen in einem so ernsthaften Rahmen zur Sprache gebracht werden, bedeutet, dass viele Menschen darüber nachgedacht haben und dass ein zukünftiger Diskurs über abgeschwächte Alternativen stattfinden wird. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, am allerwenigsten Ökonomen. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder neue Wege testen, um das Leben der Wirtschaftsteilnehmer angenehmer zu gestalten, egal wie sich die Welt entwickelt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!